Natürlich Bedenken gehabt, ob ich auch als behinderter Mann da in der Lage bin, so einen Wahlkampf wirklich durchzustehen. Bei Nationalratswahlen gibt es ja viele Kandidaten, natürlich den Spitzenkandidaten, aber dann doch viele und das Interesse verteilt sich etwas. Bei Präsidentschaftswahlen bist du wirklich im Mittelpunkt des Interesses und das ist eine große Herausforderung. Aber es war nicht eine körperliche Herausforderung, wie ich mir gedacht habe, sondern eine, wo man es auch aushalten muss, wenn man sich plötzlich einer Kritik ausgesetzt sieht, die man nicht erwartet hat. Bei mir war es immer so, dass es immer geheißen hat, noch vor meiner Kandidatur, das ist ein Mensch, mit dem kann man gut reden, auch Verhandlungen zu Verfassungsmaterien führen. Und ich habe dann auch im Parlament, wenn man sich die Wahlergebnisse der Präsidenten ansieht, wir sind ja zu dritt, die meiste Unterstützung bekommen. Dann musste auch von Mandataren anderer Parteien gewählt werden. Und dann plötzlich bist du Kandidat und dann bist du ein unheimlich böser Mensch, der zwei Gesichter hat und unheimlich böse NLP-Tricks anwendet, um den Kandidaten gegenüber zu verwirren. Das ist natürlich nicht der Fall. Für mich war dieser Wahlkampf eine unglaublich positive Erfahrung, weil im Laufe dieser Wochen mit dem steigenden Bekanntheitsgrad eine richtige Euphorie vorhanden war, eine riesige Unterstützung. Viele Gäste bei Veranstaltungen, oft haben die Autogrammstunden und die Termine für Selfies noch weit länger gedauert als die eigentliche Veranstaltung. Unzählige Briefe, die ich zu Hause bekommen habe, Glücksbringer, die Nachricht, dass Menschen für dich beten, das ist alles sehr berührend. Auch jetzt noch rufen Menschen bei meiner Mutter an. Ja? Wir haben gestern geweint am Telefon. Es war wirklich bewegend und eine tolle Erfahrung, wenn man sieht, welche großartigen Menschen hier in Österreich leben und wie sehr sie mit dir als Politiker mitfiebern. Also ich kann sagen, von Politikverdrossenheit, die immer wieder herbeigeschrieben wurde, ist in Österreich keine Spur. Die Menschen interessieren sich für Politik und leben auch mit, wenn es um den Kandidaten geht, der sich einer Wahl stellt. Ich sage, Hofer ist und bleibt ein Präsident der Herzen. Er ist dritter Nationalratspräsident. Das ist so oder so ein großer Erfolg. Und das Wahlergebnis hat gezeigt, dass die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher unsere Werthaltungen unterstützt. Er war ein Kandidat der Freiheitlichen Partei Österreich und er ist auch von Beginn an ehrlich und glaubwürdig damit umgegangen. Und wir haben, wenn man so will, einen Ex-Equo-Sieger, der um Millimeter gerade noch nicht Bundespräsident geworden ist und Millimeter dieses Ziel gerade noch verpasst hat. Und das, obwohl sich die gesamten Strukturen und Repräsentanten eines überholten politischen Proportsystems inklusive großer Teile auch der Medienlandschaft und der Europäischen Unionsgranten geschlossen gegen ihn eingehängt haben. Umso beachtlicher ist dieses Ergebnis mit fast 50%. Das Hauptmotiv der Van der Bellen-Unterstützer und Wähler war nämlich kein anderes Angebot für Österreich, sondern ausschließlich das oberste Wahlmotiv, die Verhinderung von Norbert Hofer. Norbert Hofer hingegen hat sich eingesetzt für ein neues Amtsverständnis und für gelebte direkte Demokratie, für verbindliche Volksabstimmungen nach dem sehr, sehr klar formulierten Motto, worüber Abgeordnete abstimmen kann und soll auch das Volk befragt werden und abstimmen können. Und die meisten haben verstanden, dass eine EU-kritische Haltung keine europafeindliche Haltung ist, auch wenn das immer wieder sehr, sehr bewusst von politischen Mitbewerbern verdreht wird und anders dargestellt wird. Und wenn man jetzt versucht, so wie das in der Berichterstattung auch gestern durchaus der Fall war, einen Unterschied von plus minus 3 Promille in eine Niederlage umzudeuten, dann sage ich, dann hat man dieses Wahlergebnis schlicht und ergreifend nicht verstanden.